Was war da los? Man traute seinen Augen nicht. Nur Minuten vor dem Start zum Prix du Jockey Club wurde Mario Hofers Parthenius kurzfristig zum Nichtstarter erklärt. Doch was war da los? Parthenius war schon gesattelt, da hieß es, dass das Diagramm im Pferdepass nicht korrekt wäre. Zwei Flecken über dem Huf wären nicht eingetragen. Obwohl der Chip bestätigte, dass es sich um Parthenius handelte, sagten die Verantwortlichen, das Pferd darf nicht laufen. Guignol verkauft sich teuer. Bei Guignol war hingegen alles in Ordnung. Jean-Pierre Carvalhos Cape Cross-Sohn durfte im Grand Prix de Chantilly über 2400 Meter antreten. Und Stall Ullmanns Vierjähriger erledigte seinen ersten Auftritt auf Gruppe Parkett sehr zufriedenstellend und wurde guter Vierter. Aga Khan gewinnt Epsom Derby. Zum fünften Mal durfte sich der Aga Khan am Samstag über einen Epsom Derby-Sieg freuen. Der in seinem Besitz stehende Hasant gewann unter Pat Smullen für Dermot Weld gegen den Favoriten US Army Ranger. Für Trainer und Jockey war es der erste Sieg im Blue Ribbon überhaupt.